Über freie Trauung geht es heute mit der lieben Iris Reinhardt-Hasenzahn. Und heute sprechen wir über Rituale, die man bei der freien Trauung machen kann. Also schieß mal los, ich bin schon ganz gespannt, was ist so alles. Okay, es gibt alles Mögliche. Also es gibt natürlich die Klassiker. Ringtausch ist eigentlich auch ein Ritual. Wollen die meisten, will eigentlich jeder dabei haben. Es gibt auch sowas wie die Traukerze und so, das ist nicht mehr so aktuell. Es gibt Rituale, das Sandritual ist natürlich ganz, ganz beliebt. Da werden zwei verschiedenfarbige Sandarten von zwei Gefäßen in ein Gefäß geschüttet, als Zeichen dafür, dass man sich jetzt, dass jetzt zwei zu einem werden. Das ist ganz beliebt, das machen ganz viele Leute. Es gibt natürlich Rituale für das Brautpaar nur. Es gibt aber auch Rituale, wo man die ganze Hochzeitsgesellschaft mit einbeziehen kann. Okay. Da gibt es zum Beispiel sowas wie den Ring durch, die Ringe durch die Reihen geben lassen und die Gäste sollen dann Wünsche mit auf den Weg geben. Es gibt aber auch die Möglichkeit, Gegenstände von den Gästen mit Wünschen beschreiben zu lassen, beschriften zu lassen und das wird dann wieder eingesammelt. Also da habe ich jetzt zum Beispiel ein Paar, das gern Gesellschaftsspiele spielt. Okay. Oder sind wir am Überlegen, ob wir eventuell Spielsteine beschriften lassen von den Leuten. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass man den Gästen vorher schon sagt, bringt Bücher sage ich, bringt Bilder oder bringt irgendwelche Gegenstände mit, die euch an uns erinnern, schreibt was drauf und das wird dann eingesammelt oder also es gibt alles Mögliche. Es gibt auch natürlich immer die Möglichkeit, mit dem Brautpaar ganz individuell was zu erstellen. Da muss man dann gucken, was einem einfällt. Also ein Paar, das ich jetzt im Sommer traue, das geht gern klettern und da haben wir uns überlegt, dass wir ein Kletterseil, so ein Knoten, ich kenne mich mit diesen Knoten nicht aus, also die müssen mir das noch erklären, aber es gibt ja diese Sicherheitsknoten und so, dass die gemeinsam mit diesem Seil einen Sicherheitsknoten binden. Ja, um sich gegenseitig Halt zu geben. Ja, genau. Und also es gibt, da ist alles offen. Also ja, und ich sage immer, mir ist es wurscht, wie viele Rituale ihr haben wollt, ihr kriegt sie alle. Wenn einer 10 Rituale haben möchte, kriegt er sie. Es gibt Trauredner, die haben dann irgendwas mit 2 Ritualen, jedes weitere Ritual kostet extra oder so, aber da sage ich nein. Also, wenn ihr so nach der Zeit, oder? Sowieso bezahlt. Nein, ich werde pauschal bezahlt. Also, ja, ist ja dann quasi. Dann ist ja dann echt egal. Die Zeremonie ist die Zeremonie. Und wenn da 5 Rituale drin sein sollen, dann arbeiten wir 5 Rituale aus. Das ist in Ordnung. Ja. Ja. Das sind echt voll coole. Das ist mit dem Knoten. Mit dem Knoten ist cool, ne? Finde ich auch ziemlich geil. Es gibt alles Mögliche. Es gibt auch, was ich auch toll finde, Zeitkapseln. Dass man sich Briefe schreibt oder das kann man dann ausarbeiten, wie man es möchte. Soll jeder Briefe schreiben an das Brautpaar oder sind das nur Briefe von dem Brautpaar für den jeweils anderen, die man dann in eine Box oder so einschließt und erst öffnet am ersten Hochzeitstag. Oder ein Paar möchte erst am 10. Hochzeitstag öffnen. Also sagt man, 10. Hochzeitstag. Und dann liest du die Briefe, die sie sich gegenseitig geschrieben haben am Tag der Hochzeit und so. Also es gibt wirklich schöne Sachen. Wirklich sehr schöne Sachen. Und das mit den Briefen finde ich voll gut. Das habe ich jetzt, es ist völlig abwegig jetzt, also nichts mit Hochzeiten. Aber ich habe so ein Briefbuch gekauft für meine Mama. Und da schreibe ich, werde ich, wenn ich jetzt mal Zeit habe. Nimm dir die Zeit. Nehmen die Zeit. Genau, da schreibe ich nämlich dann Briefe an meine Mama, die auch so ein Datum haben. Ja. Moment, der schönste Moment, an den ich mich mit ihr erinnere. Oh. So, oder was ich an ihr mag. So was ist ganz toll, wenn man das ein paar Jahre später dann aufmacht. So, oh. Ja. Oh, da kriege ich jetzt schon Gänsehaut. Ich habe das zur Taufe meines Neffen gemacht, vor 1,5 Jahren. Und habe jeden beauftragt, einen Brief zu schreiben, den er dann zur, was gibt's?
Taufe, was Konfirmation, Kommunion. Kommunion, Firmung oder so, was dann öffnet. Achso. Mhm. Und dann, ja. Wie voll schön. Total schön. Zum Glück guckt meine Mama weder YouTube noch Internet. Die sitzen jetzt nämlich mit. Genau, super. Ich danke dir vielmals. Ja. Vielleicht habt ihr ja ein paar Inspirationen bekommen oder gerade ist euch für euch selber was eingefallen. Es interessiert mich unheimlich, was ihr denn geplant habt für Rituale an eurer freien Trauung, falls ihr denn eine freie Trauung macht. Dann schreibt uns doch in die Kommentare oder schreibt uns eine Nachricht, wir freuen uns riesig drüber. Ja. Genau. Und wenn ihr eine freie Trauerrednerin braucht, unheimlich zu empfehlen. Und eine Fotografin. Ja. Und beide zusammen. Und beide zusammen. SpongeBob und Million. Ja, also wer sich damit identifizieren kann, der ist bei uns auch richtig. Wer nicht? Wer kann sich nicht mit SpongeBob und den Minions identifizieren? Ich weiß es nicht. Okay. Ja. Ein bisschen Kind muss man ja bleiben. Ja. Ja. So, genau. Also dann, wir freuen uns auf jeden Fall auf, über eure Nachrichten und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Girl, I know a place where the green grass grows in a sunny embrace, and we can get away, girl, make our escape where it's all